Hallo zusammen. Diesen Sommer bin ich unterwegs gewesen mit einer anderen erwachsenen Person und zwei Kindern in einem Wohnmobil 17 Tage von Berlin nach Schottland, durch Schottland und zurück über die Fähre 3500 Kilometern. Und wir haben besucht unter anderem Lough Shiel bei Harry Potter Brücke, eine Ferry Bridge, einmal Edinburgh und auch Balmoral, um nur einige der Highlights zu nennen. In dieser Folge verlassen wir den Highland Rugby Club in Inverness und fahren über eine sogenannte Scenic Drive Street nach Balmoral, um dort den Nachmittag zu verbringen und bewegen uns dann weiter in Richtung Aberdeen, besuchen ein Laundromat und essen lecker Abendbrot in einem gemütlichen Pub inklusive zwei Übernachtungen. Verbringe eine verregnete Zeit in Aberdeen und dann erzähle ich noch, was so alles dabei war. Also bleibt gerne dran. In der Nähe von Inverness befindet sich übrigens 20 Minuten Autofahrt entfernt das Schlachtfeld von Culloden, das ihr besichtigen könnt, wenn ihr einmal den Schauplatz des zweiten Jakobiteraufstandes euch anschauen möchtet. Wir sind dort nicht gewesen und sind also in Richtung Balmoral gefahren, 72,5 Meilen bzw. 166,7 Kilometer, was einer Autofahrt von etwa 2 Stunden entspricht. Etwa ab der zweiten Stunde geht es auf die Scenic Road A939, die auch im Internet als Old Military Road oder Lecht Road bezeichnet wird. Diese Straße bietet viel Panoramablick und Haltebuchten, die ihr dann auch nutzen könnt, was sehr üblich zu sein scheint in Schottland. Teilweise verläuft sie recht steil, hat mir aber nicht so viel zu schaffen gemacht wie die Straße entlang Loch Lomond, entlang gefahren sind, um zur Ferry Bridge zu gelangen von Glen Nevis aus. Es gab nämlich nicht so viel Autoverkehr und so konnte ich mich gut auf die Straße konzentrieren. Laut Internet ist die A939 Teil der Heritage Trail. Ich konnte dazu allerdings nicht so viel finden. Es gibt noch sogenannte Heritage Paths, aber die scheinen weniger für Autorouten zu sein, sondern mehr Fußwege oder Wanderwege, die man nutzen kann. Um Balmoral das Gelände zu betreten, hatten wir ein Zeitfenster von 2 Stunden. Eintritt hat es gekostet 35, Entschuldigung, britische Pfund bzw. 40 Euro und auch für das Parken mussten wir etwa 5 Euro bezahlen. Im Winter scheint der kostenlos von Balm der kostenlos. Im Winter scheint der Besuch von Balmoral kostenlos zu sein. Wir hatten Glück mit dem Timing, da ja auch im Sommer Balmoral die Sommerresidenz für die königliche Familie ist. Vor Ort angekommen mussten wir feststellen, dass die Parkplatzsituation sehr heikel ist, besonders für Wohnmobile, die nur auf einen relativ kleinen Parkplatz fahren können. Und so verbrachten wir erst einmal einen gewissen Zeitanteil damit, darauf zu warten, dass jemand anderes wegfuhr, damit wir dann deren Parkplatz nutzen konnten, während sich ebenfalls PKWs auf diesem Parkplatz tummelten. Es gab keine Einweiser wie bei Islandon and Castle. Und auch zu berücksichtigen ist ein gewisser Fußweg von 10 Minuten bis zum Tor. Und so stieg dann langsam aber stetig unsere Nervosität wegen unseres Zeitfensters, das wir hatten. Wir hatten dann zum Glück schließlich einen Parkplatz ergattert und machten uns auf dem Weg zum Tor. Mir fielen auf, dass riesige Nadelbäume in dem Gelände stehen, sogenannte kaledonische Kiefern, wie ich herausfinden konnte, was nichts anderes heißt als schottische Kiefern. Und für die älteren Kinder gibt es auch eine Corgi-Schnitzeljagd im Sinne der Queen, aber auch nur für diejenigen, die der englischen Sprache mächtig sind und lesen können. Wir haben es trotzdem probiert und, naja, die eine oder andere Frage beantwortet. Für mich überraschend war, dass es eher eine Art Geländebesuch ist als Schlossbesuch, wenn man nach Balmoral kommt. Das Gelände ist wirklich sehr weitläufig. Aber im zweiten Nachdenken macht es auch mehr Sinn, da ja auch Sicherheitsaspekte einzuhalten sind, wenn dann wirklich alle da durch dieses Schloss laufen können. Es gibt einen kleinen Ausstellungsraum, den sogenannten Ballroom, wo Fotos und Gewänder ausgestellt sind. Dort ist jedoch Fotografieren und Filmen nicht erlaubt, also kann ich von dort auch keine Bilder oder andere Aufnahmen zeigen.
Aufgrund von mangelnder Zeit haben wir leider den Souvenirladen geskippt. Ich hätte ihn gerne besucht. Wir sind direkt nach der Ankunft durchgegangen, um uns Mittagessen zu holen und die Toilette zu besuchen. Die Bistro oder die Kantine, in der wir waren, war sehr nett eingerichtet und auch festlich, da kurz vorher die Krönung von King Charles gewesen war. Ich holte mir meinen obligatorischen Scone, der immer auf der Liste steht, wenn ich nach Großbritannien oder Irland fahre. Und auch die Lemonades, die angeboten werden, kann ich sehr empfehlen. Victorian Lemonade, Pink Lemonade und wir hatten dieses Mal eine Zitronenlimonade. Sehr lecker. Weiterhin teilen kann ich schöne Ansichten von Balmoral mit euch. Wir sind auch durch den Gartenteil gegangen von der Anlage, der sogenannte persönliche Küchen- und Blumengarten der königlichen Familie, was ich sehr praktisch finde, wenn man frisch vom Feld oder aus dem Beet essen möchte. Und machten uns aufgrund von vorangeschrittener Zeit auch schon wieder in Richtung Auto, um weiter nach Aberdeen zu fahren. Nach Aberdeen sind es etwa 47 Meilen bzw. 76 Kilometer. Wir brauchten etwas mehr als eine Stunde und mussten dann feststellen, dass parkplatztechnisch das für das Wohnmobil dort nicht ganz so einfach war. Wir durften aber direkt vor dem Pub parken, was eine super Position war, und kehrten dann dort ein. Das Personal war sehr freundlich und wir durften die sehr gut eingerichteten Zimmer beziehen. Sie waren super ausgestattet, inklusive Wasserkocher, wir hatten Kekse, es gab Duschgel, einen kleinen Kühlschrank und Bügeleisen zur Verfügung. Sehr schön fand ich auch das Detail in den Zimmern, wo sie Tartans ausgestellt hatten, der schottischen Clans, die ja ihre ganz eigene Musterung haben und mit dem Hintergrund dazu der Hintergrundinfo. Und wir gingen dann also zu Abendessen im Pub. Wir sind dann abends nochmal losgezogen in Richtung Waschsalon, da wir auch das Wetter etwas unterschätzt oder falsch eingeschätzt hatten und nutzten dann die Zeit bei einem sogenannten Speedy Wash. Am nächsten Tag genossen wir unser erstes Frühstück morgens im Pub, das wir zusätzlich zu bestellen hatten. Hier auch noch eine Ablichtung der Frühstückskarte. Für die Kinder anscheinend auch spontan, improvisiert, aber sehr, sehr nett vom dortigen Mitarbeiter des Pubs, gab es dann noch kleine Müslis, die sich die Kinder aussuchen dürften. Am nächsten Tag war zuerst der Plan, in Richtung Foot D, einem alten kleinen Fischerdorf, zu gehen. Jedoch wurde es immer verregneter und die Gegend, durch die wir da laufen mussten, war sehr industriell geprägt, sodass wir uns dann entschieden, um dem sinkenden Blutzucker entgegenzuwirken, ein Mittagessen zu suchen. Also bogen wir ab in Richtung Strand und dort hatten wir eine Pizza in einem kleinen Bistro. TGI Fridays war schon voll aufgrund der Tageszeit. Und auf dem Weg zurück musste ich nochmal eine Paketsache regeln für eine Freundin. Und ja, uns blieb nichts mehr übrig, außer von dem verregneten Aberdeen Fotos zu machen. Abends sollte es ein Pub-Quiz geben, auf das ich mich sehr, sehr gefreut hatte. Wir wurden jedoch
ich sag mal, vorsichtig ignoriert. Im Nachhinein war auch dann klar, warum, weil das Pub-Quiz sehr lange ging. Es gab mehrere Runden und teilweise waren die Fragen auch schwierig zu beantworten, jedenfalls von meiner Seite her. Ihr könnt ja mal überlegen, könnt ihr sagen, wie viel Pfund in einem Stone sind oder wie viel Kilogramm das wären? Also für euren nächsten Pub-Quiz-Abend kann ich euch schon mal verraten, ein Stone entspricht 14 Pfund und 6,35 Kilogramm. Dann gab es noch weitere Fragen, die ich jetzt aber nicht mehr im Kopf habe. Da es so verregnet war, blieb uns nicht viel anderes übrig, hatten wir auch sowieso vorgehabt, als im Pub Abend zu essen. Und am nächsten Morgen gab es tatsächlich für mich auch vegetarisches Haggis, über das ich mich sehr freute. Wenn ich in England, Großbritannien, Irland bin, dann esse ich auch sehr gerne das dortige übliche Frühstück, dann aber in vegetarischer Variante. Und so war für mich auch dieser Listeneintrag sozusagen auf meiner mentalen Checkliste abgehakt. Am nächsten Morgen, am zweiten Morgen, musste ich dann feststellen, dass die Batterie unseres Autos, die für den Campingteil des Busses zuständig ist, fast hinüber war. Der Kühlschrank, von dem ich in einem anderen Video berichte, hatte wirklich sämtlichen Strom gezogen. Er war ein bisschen defekt, by the way, während der Fahrt, die ganze Zeit hindurch. Und meine Tochter posierte noch ein letztes Mal, was sie gerne getan hatte, an der Bar. In der nächsten Folge finden wir endlich einen schönen Wasserfall an einer Klippe gelegen. Dann begeben wir uns zum Campingplatz für 2 Nächte bei Edinburgh und fahren mit dem Bus in die Stadt hinein, besuchen das Edinburgh Castle und auch die Victoria Street, um nur einige zu nennen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal.